It's an end to the evil of all of Skyrim foes. Beware, beware, the dragonborn comes. Holzton TV, Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 180 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario von Holzton TV und ich heiße euch natürlich immer, wie immer, herzlich willkommen, wünsche euch Gesundheit und viel, viel Spaß beim Gucken. Wir sind in der Festung Frostmotte, haben den General gekillt, kriegen dafür diesen schönen Knüppel. Geiles Ding. Kommt mit in die Trophäenkiste. Und ja, können wieder nur noch schleichen. Mal schnell mal gucken, welches Girlie in der Nähe ist. Zum Zeug loswerden. Was ist denn? Dann fühlt man sich auch besser. Ist ja, meine Güte. Dann ist es ja auch besser. Na, meine Kampfratte, mein Kampfrüppchen. Um Gottes Willen, lass ihn bloß nicht hören. Dann wird der ganz traurig, ey. Ich bin direkt hinter euch. Das ist nicht hinter mir, Schatz. Was soll ich nehmen? Herkules ist hinter mir. Du bist vor mir. So viel wie möglich, Schatzi, so viel wie möglich. Geht ihr vor? Da ist der. An. Ich gehe voran, jawohl. Dankeschön fürs Nehmen erstmal. Obwohl, da können wir ja. Hier können wir ja vorne raus, können wir ja. Das war doch. Wir haben ja einen Schlüssel. Das ist ja jetzt wie unsere Festung. Ne? Wenn man Schlüssel hat, dann kann man machen, was will man, ne? Jo, Rabenfels. Das wird sicher interessant. Schon wieder ein Kampf. Was für ein Kampf. Erstmal unserem Auftraggeber Bescheid sagen. Dass das Problem, dass das Problem gelöst ist. Festung Frostmotte. Jo. Es war bestimmt ein Untoter. Wie sonst hätte er über 200 Jahre alt werden können. Schauen wir doch. Was für eine Schande. Es gibt zahlreiche Geschichten über General Karius Heldentaten. Ah. Darunter auch die Gründung von Rabenfels. Rat Herr Morwein trug mir auf, euch dies zu geben, solltet ihr heil zurückkehren. Und ihr seid General Karius losgeworden. Jo. Besser als der Sold eines Soldaten. Ihr solltet dankbar sein. Dankeschön. Cool. Walking Dead hat sich doch gelohnt. Bei Zeiten. Selbst die erfahrensten Krieger können kleinen Ablenkungen zum Opfer fallen. Kleine Ablenkung. Gibt es keine großen Probleme. Oh, schon mal kleine Ablenkung gehabt. Damals noch 600 Mark gekostet, der Scheiß. Aber schön war's. Was soll ich machen? Einige meiner Männer haben zu großem Gefallen an einem Getränk namens Glutbrandwein gefunden. Glutbrandwein. Ich selbst verabscheue das Zeug. Es ist stark und macht schnell süchtig. Selbst gestandene Männer können oft nicht einmal eine einzige Flasche leeren. Wenn ich nur wüsste, wo sie die Flaschen verstecken, könnte ich der Sache ein Ende setzen. Ich werde sie schon finden. Das würdet ihr tun? Natürlich. Das würde mir sehr helfen. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich selbst darum zu kümmern.
hast uns so gut entlohnt, da können Sie wir doch sind zu schlau, um es im Bollwerk abschlagen zu haben. Ich würde eines der verlassenen Häuser am Stadtrand durchsuchen. Okay. Verlassene Häuser. Für das Haus Redoran. Das wird dunkel. Wir kämpfen wirklich. Wer kämpft wo? Wo ohne uns? Wir haben... Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Ja. Eure Asche. Okay. Wir suchen. Ist das eine Nebenquest oder was? Oh. Ich mache mich aus dem Staub. Ich auch. Ist mir viel zu laut hier, ey. 10.000 Leute durcheinander quatschen. Das ist nichts für mich. Das finde ich nicht gut. Ach, hier ist doch viel schöner, oder? Hier ist zwar staubiger, aber schöner. Die liebt den. Die liebt den. Meine Frau redet auch mal so mit mir. Das ist Liebe. Ich kann das. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Oh ja, oh ja. Was geht euch das an? Was geht ab, Schnullerbacke? Vielleicht. Es fällt mir in letzter Zeit schwer, jemandem zu vertrauen. Warum? Alle halten mich für verrückt. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Okay. Ein Geheimnis, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Geheimnis. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Gratian Cerellius. Ach, der. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen... Ach so, und dann kenne ich ihn doch nicht, ne? Ich dachte... Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Hm. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Beim Hausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die ostkaiserliche Handelsgesellschaft, und einen Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Oh. Okay. Ja, zumindest vermute ich das. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Tja. Was soll ich dazu sagen? Jetzt klingt ihr genau wie die anderen. Glaubt mir, dort unten liegt etwas Großes. Etwas, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergt. Dann finden wir, dann schick uns doch los jetzt. Ich bin schon heiß. Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzuschnüffeln. Die Zeit ist mein Gegner. Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Ja, wer hilft dir? Hilft dir Wind oder das A-Team? Ich will wissen, was mit Gratian ist. Und was die ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Ja. Jawohl, Verschwörung. Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Gut, gut. Wenn wir dir helfen können, das machen wir doch gerne. Du bist uns sympathisch. Nehmt euch da unten hin ab. Die Mine kann heimtückisch sein. Das kann mir vorstellen.
Auf jeden Fall staubig hier. Und tief. Die ist ja richtig tief, ey. Sie sehen, wie es da noch runter geht. Was ist das? Das geht mal. Oh. Ah, Spinne. Fusia ist bei euch. Fusia ist bei euch. Ihr seid nicht alleine. Bestimmt auch noch eine Spinne, oder? Bah. Jo, siehst du? Oh, vorbeigetroffen. Mist. Aber jetzt. Wo ist die? Weiter. Ich blick vor lauter Spinnenweben mir nicht mehr durch, was ist. Ah. Das ist wie mit der Spitzhacke. Ich habe selber eine. Ja, dann schalten wir mal lieber um. Nicht weiter. Aber auf jeden Fall runter. Wir müssen runter. Weil da geht es noch richtig, richtig runter. Guck mal da. Da müssen wir bestimmt hin. So, schauen wir mal. Ach, da sind Absätze, okay. So. Ja, Doppelsprung, alles klar. Sehr gut. Oh. Ich mache in der Zeit schon mal ein bisschen Platz hier. Bis die Girlies hier hops sind. Wie? Mein Fifi kam da angelatscht. Was ist das denn? Was war das denn? Ey, hallo, ihr Verrückten. Das war doch bestimmt eine Rune oder sowas. Jo. So haken die sich wieder gegenseitig. Aber das kennt ihr schon. So, hier. Das muss ich wegmachen. Ey, kommt mal lieber her mit Licht. Jawohl, Hikari, so ist schön. Wichsen, wo willst du hin? Noch was anderes gibt. Wo sind die? Da sind die. Schon brauchen wir das. Die finden die dollsten Wege. Achso, ich bin hier rechts runtergesprungen und die sind gerade aus und rennt dann. So, da sind wir wieder. Ist doch nicht mehr lustig. Bretter wegmachen. Kann ich am besten mit einer Axt. Ich habe eine Axt. Damit mir kein Schild auf kein Brett auf dem Kopf fällt, habe ich auch ein Schild. Arbeitsschutz geht vor. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Kinderkacke da. Genießt euren letzten Atem. Oh, schöne Tür. Solide.
Sieht ja dann gar nicht mehr so bruchfällig aus, wa? Thema. Ihr entkommt mir nicht. Hier werden wir nicht, nicht so eine. Hier werden wir nicht so eine Aschenkumpel rumrennen oder was? Ha. Ha? Ja, das ist doch genau das. Das ist doch genau das, was wir erwartet haben. Da können wir ja mit leben. Ne? Die ersten Dinger waren ja ein bisschen bekloppt. Genießt euren letzten Abend. Das war schon alles, wirklich? Hier, kommt da noch einer, oder was? Hier ist was. Da ist einer, siehst du? Da ist ein Patsch. Mein Freund. Oh. Charlotte. Die scheiß Flammen, ey, da siehst du nix. Erstmal durch, solange bevor die wieder auf so einen Auslöser treten, ey. Ich das schaffe, ey. Oh, mein Fifi hat einen Pfeil abgekriegt. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam, weil ich schleichen muss. Hoffentlich hast du nicht den Kleinen erwischt. Sein Blut gespritzt. Ich weiß, wie immer. Ja, ihr müsst da weg. Ja, okay, das gebe ich zu. Das ist natürlich der Nachteil bei Vieren, hä? Weil die sich alle so wie in so einer Perlenkette auffädeln. So, 77. Reicht erstmal. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holstone TV.